Hallöchen, meine lieben Mitzuhörer. Willkommen zurück zum nun mittlerweile sechsten Teil der Serie Warum die CDU verändert werden muss. Nun, heute ist das eher so ein, ja, sagen wir mal, allgemeinen Teil. Denn es gibt einen Teil, ich glaube, da können aber die meisten mir zustimmen, den ich sehr vertrete. Und zwar, also nicht vertrete, sondern einfach auch hinter dem ich stehe. Und zwar geht es um die Wählerschaft, um das gesamte Volk, egal ob Deutscher, egal ob Migrant, egal ob Flüchtling, egal ob ein Migrant, der in Deutschland geboren wurde, egal. Was über die letzten Jahre klar geworden ist, ist, dass die CDU kein Interesse an ihren Wählern hat. Überhaupt kein. Das fing an, wie schon bereits erzählt im ersten Teil, damit, dass die Generation Internet als Bots beschimpft wurde, als Mob, dass man die Abstimmung vorziehen wollte, heißt auf die Ängste, Wünsche und Sorgen der Wähler nicht eingegangen ist. Und das geht immer weiter so. Wir haben die ganzen Punkte ja gehabt. Korruption während der Pandemie. Es gibt Leute, die hatten Angst. Die Leute hatten Angst, pleite zu gehen. Viele Leute haben ihre Geschäfte sogar verloren. Ja? Andere konnten vielleicht gerade mal knapp den Lebensstandard, den sie vorher hatten, halten. Geschweige denn ihre Familie über die Runden bringen. Und dann kommt die CDU, kommen Politiker der CDU, auch ein Sohn von einem Armin Laschet zum Beispiel, und bereichern sich an dieser Pandemie. Während die Leute immer ärmer wurden, sich immer mehr Sorgen machten ums Geld, haben die Politiker sich schön die Taschen vollgestopft. Das hat erneut gezeigt, dass die Politiker die Wähler nicht interessiert. Genauso mit den Staatstrojanern. Die Politiker begründen das mit der Terrorbekämpfung, aber die Sorgen der Leute sind egal, dass die Leute Angst haben, dass ihre persönlichsten Geheimnisse, ihre Privatsphäre zerstört. Interessiert die Politiker nicht. Das interessiert sie nicht. Sie können euch so im Auge behalten, dass sie auch ja nichts Böses gegen sie tut oder irgendwas Böses gegen sie sagt. Und das Letzte, das Versammlungsgesetz, von dem wir letztes Mal gesprochen haben. Es ist der Partei egal, ob ihr eine andere Meinung habt. Es ist der Partei egal, ob ihr dafür auf die Straße gehen wollt und dafür demonstrieren wollt. Wenn die das nicht wollen, dann tut ihr das nicht. Und somit ein weiterer Beweis dafür, dass der CDU die Wähler egal sind. Und es geht ja nicht mal um die junge Generation überall, oder sagen wir mal die Generation unter 60. Dazu kommen auch die Leute über 60. Denn in den Gesprächen, ja, in den letzten Jahren war ja auch sowas wie die Mindestrente, ne? Wo die CDU sich auch quergestellt hat. Wo es der CDU auch egal war, dass es immer mehr ältere Leute gibt, die Flaschen sammeln müssen zum Beispiel. Das war der CDU auch egal. Wenn die CDU an der Macht ist und es gerade keine Wahl ist, dann interessiert die CDU die Wähler nicht. Für die CDU sind die Wähler nur ein Mittel zum Zweck. Wenn die Wahl sind, dann streicheln sie den Wählern die Bauch so und das Köpfchen so. Och, wählt uns bitte, wählt uns. Och, ja, guck mal. Und wenn es dann durch ist und die Partei gewählt ist, sind für ihn egal. Ich, du, jeden, den du kennst, ist dieser Partei vollkommen egal. So. Allerdings muss man dazu noch sagen, wo wir von dieser Partei sprechen, hat die CDU ja nicht immer, beziehungsweise nicht wirklich allein regiert, ne? Beginnen wir da zum Beispiel mit Nummer 1. Richtig, ihr seht die FDP. Die Sache bei der FDP ist, dass die FDP jetzt nicht in der Macht war, aber vor der Regierung von Gerhard Schröder und der SPD. War die FDP der stetige Koalitionspartner der CDU. Und auch heute noch sieht man immer wieder, wie hörig die FDP der CDU ist.
Denn das Einzige, was die FDP interessiert, ist erstens natürlich im Bundestag zu bleiben, ne? Weil man muss ja dazu sagen, sie sind vor einiger Zeit schon komplett rausgeflogen aus dem Bundestag. Also es gab die FDP im Bundestag überhaupt nicht. Und des Weiteren Macht. Ministerämter und Macht. Das ist einer der Gründe, warum die FDP auch so sehr an der CDU hängt. Das bedeutet, sollte die CDU, sagen wir mal, abstürzen und braucht noch eine Koalitionspartei, um an die Macht danach zu bleiben. Und die FDP kommt ziemlich hoch, sagen wir mal so 12-13%, hast du nicht gesehen. Dann wäre es der CDU möglich, gemeinsam mit der FDP wieder zu regieren. Und zwar so, wie die CDU es möchte. Die FDP gibt keinen Widerspruch. Die werden brav das tun, was die CDU ihnen sagt. Das haben sie damals getan und das werden sie auch heute unter Christian Lindner genauso tun. Aber es gibt ja eine andere Partei, die jetzt mit der CDU seit Jahren regiert. Wir sprechen von der SPD. So, die SPD, weiß nicht, ob sich da Leute, also ich weiß ja nicht, wie alt ihr hier seid, aber die SPD war einmal der größte Konkurrent der CDU. Man kann sagen, die beiden waren sich Spinnefeind. Tja, bis es zur ersten großen Koalition kam. Und was passierte dann? Der Sterbeprozess der SPD begann. Er ging immer tiefer, die SPD sackte immer mehr ab, weil sie nicht wirklich den Gegenwind der CDU gab, von dem sie immer so großartig geredet hat. Dann kam der Knackpunkt bei der vorletzten Wahl. Und zwar sagte da Martin Schulz, der Kanzlerkandidat damals für die SPD, die SPD wird keine große Koalition mehr eingehen, unter keinen Umständen. Sie wird nicht mehr mit der CDU in dieser Form zusammenarbeiten. Ratet mal, was passiert ist. Es wurde sogar unter den SPD-Mitgliedern abgestimmt. Und es wurde ein klares Nein angesagt. Und trotzdem ist die SPD wieder in die Koalition gegangen. Das hat gezeigt, worum es der SPD in Wirklichkeit auch geht. Und die SPD ist nicht anders als die FDP. Sie wollten Macht. Sie wollten Ministerposten und Macht. Tja, leider ist das Problem, dass die CDU der SPD nicht viel Macht gibt. Und so fügte sich die SPD über die Jahre zu dem, wozu die CDU es haben wollte. Als kleinen Ja-Sager. Denn ihr müsst sehen, dass alle schlechten Dinge, die die CDU derzeit durchgeboxt hat, sei es Staatstrojaner, sei es Uploadfilter, sei es das Nein zum Selbstbestimmungsgesetz, sei es auch zum Beispiel das Versammlungsgesetz, was möglicherweise kommen könnte. Und die Korruption. All das und auch noch viel mehr ist möglich gewesen, weil die SPD der CDU den Rücken freigehalten hat. So. Manche würden jetzt sagen so, ja, aber die haben doch gegen Upload-Filter gestimmt in Europa. Ja. Aber als die Upload-Filter hier in Deutschland zuerst abgestimmt wurde, soll man Ja oder Nein sagen, hat die SPD für die CDU gestimmt. So. Und auch Frau Katharina Barley, Justizministerin damals, hatte die Chance mit einem Nein das Ganze zu kippen. Hat sie nicht gemacht. Sie hat Ja gesagt. Und das alles nur aus ihrem egoistischen Bedürfnis, nach Brüssel gehen zu dürfen. So. Und auch die Jahre darüber. Zum Selbstbestimmungsgesetz ist gescheitert, weil die SPD auch Nein gesagt hat. Staatstrojaner sind durch, weil die SPD Ja gesagt hat. Die Korruption in diesem Größenmaße ist möglich gewesen, weil die SPD brav den Mund gehalten hat. Und deswegen wäre es fatal, wenn man die CDU wählt und dann noch die SPD auf so einer gewissen Höhe ist. Weil eins hat die letzten 16 Jahre gezeigt. Die SPD ist tot. Es gibt diese soziale Partei Deutschland. Sorry, sozialpädagogisch vor allem. Soziale Partei Deutschland. Mann, jetzt ist aber gut hier. Dass es die nicht mehr gibt. Die ist weg. Die ist tot.
Und da kann mir noch der x-te SPD, das x-te SPD-Mitglied sagen, ja, das stimmt ja gar nicht. Die Taten sprechen noch Bände. Die CDU hat mehr als einmal zum Beispiel den Koalitionsvertrag gebrochen. Die SPD hat es akzeptiert. Hat es einfach hinbekommen. Die CDU hat jetzt, als sie die Upload-Filter bestimmt hat, hat sie die SPD die Schuld gegeben. Die CDU wollte nie Upload-Filter, aber sie hatten einfach keine Chance. So von wegen, die SPD ist schuld, dass es die Upload-Filter gibt. Das hat die SPD hinbekommen. Also, wenn ihr tatsächlich wählen geht, passt bei der FDP und der SPD auf, denn diese beiden Parteien sind definitiv dafür bekannt, dass sie vor der CDU kuschen werden. Sie werden den Bückling vor der CDU machen und demnach auch ziemlich, ja, uns weiter in die Scheiße reiten. Also als Punkt Nummer 6 nehmen wir dazu, nicht SPD oder FDP, sondern als Punkt nehmen als Punkt 6, warum man die CDU verhindern muss, ist, der CDU sind ihre Wähler scheißegal. So. Wenn ihr es anders seht, wenn ihr Kritik habt, wenn ihr diskutieren wollt, ihr wisst es unten in die Kommentare. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann zum letzten Teil dieser Reihe. Also, dann bis zum nächsten Mal. Cheerio!